Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute zu Requisitenjagd auf der Map Hijacked. Hier in Black Ops Cold War. Ja, ich nehme noch ein Ründchen auf. Hijacked habe ich Bock. Hijacked habe ich einfach mal wieder Bock. Den haben wir ewig nicht gespielt, zumindest nicht online. Moin. Warte mal, ich kann doch jetzt den hier. Servus. Sehr gut. Hallo. Ah, ich habe überhaupt keine Uhr an. Geil. Gibt's den Daumen runter. Möb. Und hier, guck dir meine geile Waffe an. Das ist ein Mods-Teil. Da ist die Munition da drin, so eine 2D-PNG. Ich glaube, die sind auch animiert, ne? Okay, hier im Wasser sitzt schon mal keiner. Die MP5 ist eigentlich ganz okay. So, eigentlich müssten wir die Leute hier finden. Hijack ist eigentlich eine easy Map. Ich kann zwei, drei ganz geile Verstecke. Schade, das wäre stark. So. Was ist denn hier passiert? Vielleicht dreht er noch eine Runde. Vielleicht ist er aber auch abgehauen. Der ist echt. Ja, der scheint uns entkommen zu sein. Aber mittelmäßig schlecht. Hier verstecke ich mich mal. Ja, da springt einer in den Tod. Das hat er uns nicht gegönnt. Fühl ich aber. Nur noch eine Requisite. Die Frage ist, ist das der Kleine? Der kleine Fratz da von eben. Die stehen hier auch so random rum. Oh, geil, okay. Ich vergesse mal so ein bisschen, dass wir auf einer Yacht sind hier. Das ist eine Yacht hijacked. Die Map soll, glaube ich, schon eine Yacht sein. Ich weiß gar nicht, ab wann das eine Yacht ist und wann es noch ein Boot ist. Da kenne ich mich nicht so aus. Okay, doch. Ja, ich habe nämlich gesehen, dass sich da was bewegt hat. Sehr gut. Haben wir doch noch Teamarbeit geleistet. Wir haben geflasht. Der andere hat gekillt. So lobe ich mir das. Ja. Dank mir konnte er nicht abhauen. Sehr gutes Teamplay. GG auf jeden Fall. So, ich hoffe, wir werden jetzt ein kleines, geiles Item. Och, das ist doch kacke, Alter. Ich wollte nämlich schön hier hingehen. Wie immer. Oh, vielleicht kriege ich das auch hier mit hin. Ganz ehrlich, let's try it. Let's try it, Leute. Dieses Versteck hier funktioniert eigentlich immer. Nur haben wir jetzt das, denke ich, dümmste Item dafür. Aber es sieht auch ein bisschen aus wie ein Teil der Map, oder? Könnte funktionieren auf jeden Fall. Ich habe hier schon mal eine ganze Runde überlebt, Leute. Mit dem Stuhl, mit dem Hocker, mit dem Barhocker. Und wäre schon mal direkt vorbeigerannt. Er ist schon mal direkt vorbeigerannt. Die Frage ist, mache ich mich unsichtbar für uns? Ich glaube ja. Ist so geil. Es ist so geil, wie die hier alle wirklich dran vorbeirennen. Okay, das war auf jeden Fall belastend. Das war auf jeden Fall belastend. Ja gut, also ganz ehrlich. Das war aber auch nicht gut. Das war aber auch einfach nicht gut. Okay, das ist auch stark. Das ist auch stark hier. Das ist stark. Wenn nicht einer von oben guckt, ist es stark. Ja, okay, jetzt hat er ihn. Aber prinzipiell ist das gar kein dummes Versteck. Auf der Map gibt es schon ein paar geile sneaky Verstecke. Das Problem ist nur, man muss ein gutes Item werden. Wenn man so eine Säule wird wie wir gerade, dann ist schwierig. Weil die ist halt markant, sag ich mal. Vielleicht hätte man sich mit der Bank sogar in die Wand reinglitschen können. Hätte ich vielleicht erstmal probieren sollen. Ja, mit dem Ding immer hier in die vier Ecken. Den Trick kennen aber inzwischen leider echt viele. Den kennen inzwischen echt viele. Und er hat den einen nicht gut platziert. Ja. Ja, Junge, spätestens jetzt solltest du rennen. Gerade hat er nämlich zur Seite geguckt. Ah, belastend.
Das tut weh mit anzusehen. Kann ich noch weg? Ne, er ist der Letzte, der noch lebt. Oh, scheiße. Und der wurde zweimal geflasht. Die haben aber von allen Seiten auf ihn geschossen. Der Arme. Arme Kerl. Ah, ich hab den nicht mal gesehen aus seiner Sicht. Aber gut. Meine Augen wurden einfach zu schlecht. Hier fette Boxen. Oh ja. Das ist die Mucke. Ja, das ist eine nice Waffe. Ich wollte nochmal gucken, aber die Patronen, ne, die sind auch dreidimensional. Ne, der hier ist scheiße, der hier ist geil. Na, na, na. Aufhören. Oh. Das finde ich gut. Yeah. Wie sie mir zurückwinkt. So. Hier könnte man sich mal merken, zu versuchen, da so... Naja. War auf jeden Fall ein paar Ideen nur an der Umsetzung. Oh Gott, ich dachte, da hat sich einer oben... oben ins Eck gesetzt. Okay, passt auf. Wo war... Ach, das ist gar nicht hier gewesen. Da schauen wir auf der anderen Seite. Als ob die drei wirklich da stehen. Ich meine, ich bin wirklich immer bei jeder Vase, denke ich, nee, die ist nicht echt. Die sind immer echt. Okay, da wird gerade fett was weg zerstört. So, was ich machen wollte. Oh Gott, hier passiert aber viel. Hier passiert aber gerade echt viel. Was ich machen wollte, war hier checken, ob jemand wieder sich hier versteckt, aber nein. Ich schieße auf die Dinger, ich misstraue allen. Alter, das Leben schon wieder nur noch zwei. Hm. Okay. Hier scheint keiner zu sein. Ach komm. Komm, der hat es doch jetzt nicht wirklich geschafft abzuhauen. Da hat er sich einfach mal ein Versteck nachgemacht, aber was man ihm lassen muss. Wer war das? Wer war das? Hat es auf jeden Fall wieder geschafft abzuhauen. So ein Ding ist auf jeden Fall. Die Frage ist, kann er nochmal wechseln? Nur noch eine Requisite. Und Leute. Müssen wir kriegen. Rundensieg, sehr gut. Wichtig. Wichtig. Und jetzt noch ein gutes Versteck. Das wäre es, was ich brauche. Das wäre es, was ich brauche. Der Vase, die Vase. Gut, der hat wenigstens nicht mehr viel Leben gehabt. Hier hinten. Hat sich doch mal jemand hier hinten hingetraut, ja. Ich wünschte, man könnte in diesen Kanister da rein. Oh ja, genau. So, was habe ich mir vorgestellt? So, jetzt ist die Frage. Wohin damit? Jetzt ist die Frage, wohin damit? 5 Sekunden. Okay, das ist schlecht, was ich hier mache. Oh je, das ist schlecht. Oh je, das ist ganz, ganz schlecht. Ach nee, habe ich getan. Was habe ich getan? Das ist Max, das ist das Schlechteste, was ich jemals gemacht habe. Tschüss. Oh mein Gott, das ist so das Schlechteste, was ich jemals gemacht habe. Auch so krass einen Plan, wo ich hin kann. Ja, genau, ihm in die Arme, sehr geil. Ja, okay, ich muss hier hoch und wechseln. Und nochmal wechseln. Oh, ich würde mich gerne noch ein bisschen anders positionieren. Nee, das ist schlecht. Verdammt. Verdammt, ich stehe nicht gut. Er hat wenigstens abgelenkt von uns. Das Problem ist, wie soll ich mich anders hinstellen?
Ich komme nicht näher an die Wand ran, weil da wieder so das geblockt wird. Okay, ich hätte einfach da bleiben sollen. Ey, Leute, fuck. Das war nicht gut. Ja, der hätte mich auch gekillt, hätte ich da in der Ecke gestanden. Leute, heute ist irgendwie einfach nicht mein Tag mit dem Verstecken. Es läuft einfach nicht. Es läuft einfach nicht. Suchen läuft halt besser. Zumindest vorhin in der Runde auf Pines. Hier geht's, hält sich jetzt auch in Grenzen, um ehrlich zu sein. Statt erst im letzten Platz legen wir. Weiß ich nicht, ne? Ist jetzt nicht so geil. So, er wird safe gekillt und dann müssen wir nochmal suchen. Ja, komm. Komm, Junge. Er hat aber lange gelebt noch. Muss ich ihm lassen. Okay, jetzt müssen wir alle finden, genau wie in der letzten Runde. Das Suchen entscheidet sie, das. Ah, okay, hier unten. Ah, das ist vielleicht gar keine so dumme Idee. Das ist vielleicht gar keine so dumme Idee. Huch. Sehr geil. Das hab ich einfach nicht. Hier, guck dir mal eine schöne Waffe an. Jetzt können wir mal gucken, wenn ich mir die jetzt angucke, ob dann Munition fehlt. Wobei, die rutscht ja automatisch hoch. Ja, macht ja keinen Sinn. Das macht ja gar keinen Sinn. Okay, die gehen alle direkt hier gucken. So, wenn die das machen, dann kümmern wir uns hier um Solution hier oben schon mal. Ja, ich wollte schon sagen, so aber nicht. Hinter einem hinterher. Als ob die da eben... Die stand doch da eben nicht. Die habe ich eben nicht da stehen sehen. Ich geh einfach ins Bett. Nacht. Ja, klar, muss ich nachladen. Natürlich habe ich mich auch selbst geflasht, aber okay. Ich dachte mir, so ist vielleicht ein Täusch-Item. Ja, dass der wirklich da steht. Wild. War ja fast auf meinem Niveau, das Versteck. Hier die Ecke behalte ich jetzt mal immer im Auge. Wie diese Dinger immer. Eigentlich mein Versteck immer. Man natürlich da auch versuchen könnte, wäre hier so reinfallen irgendwie. Weiß ich allerdings gar nicht, ob das geht. Da hinten könnte von unten gekommen sein, das Pfeifen, um ehrlich zu sein. Oder es war hier mittig. Aber irgendwie nicht glaube. Ich gehe mal nach unten. Dann hat uns hier einer geflasht und ich weiß auch nicht, was der gewesen ist. Schon wieder, ja. Was ist der jedes Mal? Was ist das für ein Item, was uns hier mal flasht? Ich muss einfach nur versuchen, die Ausgänge zu versperren. Ist vielleicht... Dahinter, der Koffer. Sehr gut. Ja, das schöne Teamwork hier. Ich hab den nicht mal gesehen. Hätte der mich nicht geflasht, wäre ich einfach weitergerannt. Also ist das halt manchmal. Finden und zerstören, ne? Ist leichter gesagt als getan. Boah, das Five kam doch auch wieder von unten. War auf jeden Fall sehr, sehr weit weg. Sieg. Ja, Leute, nehme ich. Nehme ich den Sieg. Nehme ich. Wo war denn der letzte? Achso, da kriegen wir hier. Natürlich. Der wurde uns natürlich schön gesneakt, der Kill. Man kennt's. Naja, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und das Video hat euch unterhalten. Wenn dem der Fall ist, dann, wenn das der Fall ist,
Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, abonniert den Kanal und guckt bei TikTok und Twitch vorbei. Ich heiße überall New51, auch bei Instagram. Leute, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert doch bei Instagram rein. Twitter habe ich sogar auch, aber das benutze ich gar nicht. Keine Ahnung, ob das überhaupt schon irgendjemand entdeckt hat. Überall immer New51. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, zumindest hoffe ich das. Und bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.